Ja, dann willkommen zurück zum zweiten Teil der Vorlesung. Jetzt soll es um Performance gehen, und Performance sozusagen eher von der Seite. Was sind aus meiner ziemlich subjektiven Sicht zugegebenermaßen typische Missverständnisse in Bezug auf Performance? Was machen Entwickler so für Fehler? Und was muss man sozusagen wissen über Compiler, damit man bei der Programmierung diese Fehler nicht macht? Und ich versuche euch sowohl über diese aus meiner Sicht relativ typischen Fehler da so ein bisschen einen Einblick zu geben in das Thema. Und wie gesagt, die Auswahl ist relativ subjektiv. Das sind jetzt vielleicht nicht irgendwie wissenschaftlich ermittelt, dass das die wichtigsten Fehler sind beim Programmieren, ganz im Gegenteil, sondern das ist eine Auswahl von Fehlern, wo es aus meiner Sicht entscheidend ist, ein gewisses Wissen über Compilerbau zu haben, über Hochsprachen, über dieses Konzept, dass ich eben eine Hochsprache in viele Anweisungen, viele Instruktionen zerlege, und dazu sozusagen einfach mal ein paar Beispiele herausgegriffen. Und wir werden auch ein paar Querbezüge sehen zum Thema Code Smells und zum Thema Refactorings. Dann fange ich an mit einer Liste von aus meiner Sicht sozusagen Fehlverständnissen. Und das erste Fehlverständnis ist, ich habe gehört, Feldzugriffe sind langsam, also nutze ich die nicht mehr. Das zweite Missverständnis, ich habe gehört, Schleifen sind langsam, also nutze ich die nicht mehr. Das dritte Missverständnis, und ihr erkennt vielleicht langsam ein Pattern, ich habe gehört, Methodenaufrufe sind langsam, jetzt nehme ich die nicht mehr. Ja, und davon haben wir noch welche in der Liga. Ich habe gehört, Objekte sind langsam, also nehme ich die nicht mehr. Oder ich habe gehört, Garbage Collection ist langsam, also versuche ich Garbage Collection so gut es geht zu vermeiden. Und jetzt haben wir noch eins aus einer anderen Liga. Ja, also die anderen haben irgendwie alle was gehört, wo auch ja, so ein bisschen was dran ist. Und wir werden gleich sehen, dass auch an dem ersten Statement eigentlich immer irgendwas dran ist und es tatsächlich Sachen sind, wo wir sagen können, das ist langsam, und ich kann euch gleich erklären, warum das langsam ist. Der letzte Entwickler ist vielleicht noch neu in der Programmierung und der sagt, ja, also ich glaube, dass jede Instruktion genauso lang braucht. Und da möchte ich sozusagen nachher mit abschließen. Das ist so ein bisschen die Agenda jetzt. Wir wollen jetzt über all diese aus meiner Sicht Missverständnisse sprechen. Gut, dazu erstmal nochmal ganz kurz zum Thema Compiler-Optimierung. Wir haben jetzt über die Compiler-Architektur schon gesprochen, nämlich über Analyse und Synthese und dass die Analyse in Phasen zerlegt wird und die Synthese in Phasen zerlegt wird. Und dazu vielleicht auch nochmal der Begriff Compiler-Frontend und Backend. Frontend ist die Analyse, Backend ist die Synthese. Und wir werden jetzt sehen, dass das Thema Compiler-Optimierung tatsächlich was ist, was größtenteils in dieser Synthesephase stattfindet. Was meinen wir mit Compiler-Optimierung? Nein, wir wollen eben Quelltext erzeugen, der möglichst klein ist, wenig Speicher verbraucht, schnell durchläuft, wenig Energie verbraucht. Und wir wollen aber auch, dass der Compiler schnell durchläuft. Wir wollen, dass der Compiler wenig Energie verbraucht, dass der Compiler klein ist. Und eins habe ich jetzt noch vergessen, aber ich glaube, ihr habt es verstanden, das Prinzip. Gut, wo greifen jetzt diese Optimierungen an? Und es gibt prinzipiell drei Punkte, wo die angreifen. Erstmal können wir sagen, wir machen direkt Optimierungen basierend auf dem abstrakten Syntaxbaum. Wir erkennen vielleicht auf dem abstrakten Syntaxbaum, dass bestimmte Statements nie erreicht werden können oder ähnliches. Dann können wir die schon mal gleich rausschmeißen. Dann folgt ja die Übersetzung in eine Zwischensprache, ja, zum Beispiel Java Bytecode. Und dann kann man jetzt ein Tool schreiben, was Java Bytecode einliest und performanteren, kleineren Java Bytecode wieder rausschmeißt. Was sozusagen einfach auf der Ebene von Java Bytecode vielleicht versucht zu erkennen, wo ist toter Quelltext, welche Teile, welche Verzweigungen können vielleicht nie durchlaufen werden und dann entsprechend eben den Quelltext in der Größe verringert oder eben ähnliche Optimierung macht. Wir kommen gleich noch etwas genauer zur Optimierung. Und dann gibt es noch das Thema Peephole-Optimization, was bedeutet, ich nehme direkt den Maschinencode her. Das ist dann wirklich eine Optimierung, die nur für diese Maschine gilt. Und passend zu dieser Dreiteilung kann man eben auch unterscheiden, was für Arten von Optimierung es gibt. Nämlich, es gibt nämlich maschinenabhängige, das sind eben diese Peephole-Optimizations. Das heißt, wir können die Eigenschaften von einem gewissen Prozessor, von einer gewissen Maschine, aber oder auch von einem gewissen Betriebssystem sozusagen ausnutzen und uns explizit darauf fokussieren, dann ist es eben abhängig von der Maschine. Und dann gibt es noch Unabhängige, das sind eben die, die auf der Zwischensprache oder auf dem abstrakten Syntaxbaum passieren.
Es gibt noch eine andere Dimension, nach der wir unterscheiden können, wie sich diese Optimierungen sozusagen voneinander abgrenzen. Ich fange mal an mit den interprozeduralen. Das sind Optimierungen, wo wir zum Beispiel sagen, wir verändern irgendwie die Methodenaufrufe zwischen zwei Methoden oder zwischen zwei Klassen, dass es weniger Aufrufe gibt. Dann hat man da allerdings irgendwie mehrere Stellen, die man irgendwie ändern muss. Ja, sobald man irgendwie was an einem Methodenaufruf dreht, zum Beispiel einen Parameter weglässt, muss man irgendwie mehrere Stellen ändern. Und da spricht man von interprozeduralen. Ja, also ein bisschen wie sind da die gleichen Präfixe wie bei Internet und Intranet. Und so ähnlich ist das hier auch. Es gibt auch intraprozedurale Optimierung. Das sind nämlich die, wo ich mir nur eine Methode angucken muss. Und für diese Methode kann ich jetzt sagen, was kann ich in dieser Methode machen, damit diese Methode performanter läuft oder kleiner ist oder weniger Energie verbraucht. Und dann gibt es noch lokale Optimierung. Und das greift sozusagen ein bisschen tiefer ein in die Materie. Das ist innerhalb des Programmflusses. Können zwei Statements tauchen immer nacheinander auf, und wenn ich dann sage, ich tausche zum Beispiel diese zwei Statements, weil das dann vielleicht schneller geht, weil das erste vielleicht irgendwie einen Speicherzugriff braucht und es ist gut, wenn ich den früher mache, weil das zweite Statement kann vielleicht dann schon parallel ausgeführt werden. Das sind die Optimierungen, und jetzt gucken wir uns mal diese aus meiner Sicht Missverständnisse an. Also erstmal zum Feldzugriff. Also im Himmels Willen kein Feldzugriff. Warum? Was ist daran das Problem? Was muss bei so einem Feldzugriff passieren? Naja, es sind verschiedene Punkte. Ja, und nehmen wir mal an, das Array heißt A und wir haben einen Ausdruck, das ist jetzt mal B. B ist jetzt nicht bloß kann eine einzelne Variable sein, kann aber auch ein komplexer Ausdruck sein. Sehen wir gleich noch ein Beispiel. Dann müssen wir erstmal diesen Ausdruck B auswerten. Ja, da steht ein Ausdruck oder eine Variable. Wir müssen irgendwie den Wert nachgucken, und wenn da ein komplexer Ausdruck steht, dann müssen wir das ausrechnen, evaluieren, was da für ein Wert rauskommt. Das nächste ist, dass wir uns diesen Wert dann hernehmen. Das ist nämlich der Index von unserem Array. Den haben wir dann als Wert vorliegen und wissen, aha, das dritte Element, auf das muss ich zugreifen. Um die Position dann rauszukriegen, muss ich erstmal den Offset berechnen. Ja, also das Array liegt irgendwie vor im Speicher und ich muss halt sozusagen so viele Schritte nach vorn gucken, und dafür brauche ich auch die Größe von einem einzelnen Feld. Komplexer wird es, wenn das Array tatsächlich unterschiedliche Größe für die Felder hätte, aber der Standardfall ist, dass wir sozusagen ein Array von einem Typ haben, zum Beispiel Int, und dann wissen wir eben, ein Int hat eben 32 oder 64 Bit, und dann müssen wir eben diese Bits da drauf multiplizieren. Und dann haben wir die eigentliche Position im Speicher, wo A liegt. Die müssen wir uns holen und müssen dann diesen Offset da zurechnen. Und erst dann fangen wir tatsächlich an, auf den Speicher zuzugreifen. Und jetzt ist es noch schlimmer, wenn das, was da liegt, nicht ein Int ist, ein lokaler Datentyp, primitiver Datentyp, sondern ein Objekt. Dann haben wir da erstmal nur den Zeiger auf das Objekt. Vielleicht wollen wir aber mit dem Objekt jetzt noch was machen. Und ne, das ist vielleicht ein Integer, ja, also ein Objekt als Integer und nicht das kleine Int, nicht der primitive Datentyp. Und ich möchte an diesen Wert ran, dann muss ich nochmal im Speicher an eine andere Stelle springen, um dann den eigentlichen Wert rauszukriegen. Ihr seht also, ein Zugriff auf ein Array sind eine ganze Reihe von Stufen, die passieren müssen. Und bei multidimensionalen Arrays wird sozusagen, werden es noch mehr Schritte, was wir da machen müssen. Jetzt habe ich hier ein Beispiel mitgebracht, was ich mir ausgedacht habe. Es wäre ja denkbar, dass ich sage, ich habe hier eine Zuweisung, ich weise dem Array A an der Stelle b.n. Also ich rufe die Methode n auf dem Objekt b auf, und da kriege ich irgendeinen Wert, und an diese Stelle schreibe ich jetzt das hin, was die Multiplikation der zwei davor gelagerten Indexstellen angeht. Das heißt, ich rechne sozusagen immer das Quadrat aus von der vorhergehenden Zahl, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schleife durchlaufen würde. So, und gut, die Methode n kann natürlich immer beliebige Werte irgendwie zurückgeben. Da wissen wir also nicht ganz, was das bedeutet, was da passiert. Und jetzt können wir das tatsächlich vereinfachen. Wir könnten diesen Code anders schreiben. Wir können den selbst anders schreiben oder der Compiler kann den anders schreiben. Allerdings können wir das nur machen, wenn zwei Annahmen gelten. Und zwar die erste Annahme: Die Methode n hat keine Seiteneffekte. Wenn die Methode n zum Beispiel noch eine System-out-Printline enthält, wenn die Methode n vielleicht noch irgendwie mitloggt, wie oft sie aufgerufen wurde, dann können wir das nicht einfach machen. Dann haben wir plötzlich einen anderen Quelltext, und wir wollen ja nicht, dass unser Compiler die Semantik verändert von dem Programm, dass sich das Programm plötzlich anders verhält. Das heißt,
Die Methode N darf keine Seiteneffekte haben und die Methode N darf auch nicht später irgendwie überschrieben werden. Das heißt, das wäre zum Beispiel sichergestellt, wenn die Methode N eine private Methode ist, weil dann kann sie nicht überschrieben werden in anderen Klassen, die von dieser Klasse erben. Das heißt, und das sozusagen so ein bisschen als zum Mitdenken, wir müssen nicht zwingend auf Arrays verzichten, aber wir können natürlich darüber nachdenken, ob wir das an der einen oder anderen Stelle dem Compiler ein bisschen erleichtern und wir sozusagen schon Optimierungen durchführen. Weil an der Stelle die Methode N mehrmals aufzurufen ist tatsächlich ungünstig. Wir sehen gleich nochmal, warum Methodenaufrufe ungünstig sind. Und dass wir das nur einmal aufrufen, ist in der Tat auch besser, tatsächlich ist der Quelltext sogar lesbarer danach. Und jetzt kann der Compiler auf jeden Fall davon ausgehen, die Methode N soll auch nur einmal aufgerufen werden und kann jetzt noch weiter Optimierung machen. Ich sehe gerade, hier ist ein kleiner Fehler. Einmal ist es N-1, einmal N-2. Das sollte natürlich dem Compiler bei einer Optimierung dann nicht passieren. Gut, jetzt ist es aber so, dazu noch ein Hinweis zum Array Access. Feldzugriffe sind sowas von üblich, sowohl Compiler als auch Hardware, also aktuelle Prozessoren, haben jede Menge von Optimierungen, damit das schneller läuft. Und es kann durchaus sein, dass die schaffen, so einen Array-Zugriff auch in einem CPU-Zyklus zu machen, weil sie eben eine Reihe von Sachen irgendwie parallelisieren können und dadurch eben das Ganze schneller passiert. Das heißt, auf Arrays müssen wir nicht verzichten, die können wir ruhig nehmen und an vielen Stellen sind die sogar schneller als andere Datenstrukturen. Das Einzige, vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir nicht allzu viel noch kombinieren mit Methodenaufrufen und dass wir jedes Mal komplex diesen Wert berechnen. Wenn wir allerdings da jetzt komplexe Ausdrücke drin haben, ja, in diesen eckigen Klammern und die haben keine Methodenaufrufe drin, sind Compiler wieder super in der Lage, die für uns zu optimieren und diesen Wert, würde da jetzt zweimal N-1 stehen zum Beispiel, zu optimieren, dass das nur einmal berechnet werden muss. Oder sogar noch besser, dass dieser ganze Wert, ja, für das Feld an der Stelle N-1 eben nur einmal ermittelt werden muss und dann eben zweimal benutzt werden kann, einfach multipliziert miteinander wird. Das zum Thema Feldzugriffe. Es gibt noch mehr Missverständnisse aus meiner Sicht. Das nächste sind Schleifen. Ja, das hat jemand gehört, Schleifen sind langsam. Wir gucken uns gleich an, warum. Die falsche Schlussfolgerung daraus wäre, Schleifen sind langsam, also nehme ich keine Schleifen. Und wir gucken uns gleich an, warum. Warum sind sie langsam? Naja, was muss passieren? Erstmal muss ich eine Schleifenvariable erstellen, ich muss die initialisieren. So, das heißt, die braucht irgendwo erstmal, die muss irgendwo im Speicher auftauchen, die muss vielleicht in ein Register geladen werden, die muss initialisiert werden, die muss dann rausgeschrieben werden. Dann müssen wir bei jedem Durchlauf, und das sogar schon vor dem ersten Durchlauf, bei den meisten Schleifenformen, also bei Vorschleifen zum Beispiel, müssen wir halt erstmal überprüfen, ob die Schleifenbedingung noch erfüllt ist, ob wir da noch durchlaufen dürfen. Dann führen wir den eigentlichen Loop Body aus, den eigentlichen Schleifenrumpf. Und an der Stelle ist es so, das ist quasi der Code, den müssen wir ausführen. Ja, da kommen wir jetzt nicht drum herum. Und das hat auch mit der Schleife wenig zu tun. Das sind halt die Statements, die wir sowieso ausführen müssen. Und jetzt kommen wir wieder zum Overhead. Dann müssen wir eben die Schleifenvariable irgendwie inkrementieren. Und dann müssen wir eben wieder gucken, ob die Schleifenbedingung erfüllt ist. Und dann wird das Ganze wieder von vorne starten, sozusagen mit dem eigentlichen Loop Body, dem Methodenrumpf, dem Schleifenrumpf, Verzeihung. Gut, hier mal ein Beispiel, ne, damit das nicht so trocken ist. Wir haben ein Beispiel, das ist eine Vorschleife, die zählt von 0 bis 2 und ruft dann das Array auf und initialisiert das Array mit bestimmten Werten. So, und was wir jetzt machen können, ist unter dem Begriff Loop Unrolling bekannt. Was da passiert ist, naja, statt die Schleife so in den Maschinencode zu schreiben, ja, wo ja auch nochmal mehr Schritte irgendwie passieren müssen, die hab ich eben schon ein bisschen angedeutet, können wir jetzt einfach sagen, naja, dann schreibe ich einfach dieses Statement dreimal hin. Allerdings geht es nicht immer, dieses Loop Unrolling. Ja, also das geht nur, wenn ich statisch entscheiden kann, wie oft wird die ausgeführt, diese Schleife, wie oft wird die durchlaufen. Und zweitens, wenn diese Zahl auch klein genug ist. Ja, also wenn die Schleife von 0 bis zum
maximalen Integer läuft oder bis zu einer Million, dann wäre einfach mein Quelltext viel zu groß, wenn ich das alles als einzelne Statements hinschreibe, und dann habe ich auch wieder nichts gekonnt, weil dann die Ladezeit in den Speicher quasi viel zu groß ist und viel größer ist als der Overhead, den wir durch die Schleife haben. Das heißt, es ist immer eine Abwägung, und in manchen Fällen können wir es gar nicht, weil wenn ich jetzt ein Array reinbekomme, dann weiß ich gar nicht, wie lang ist das, und sozusagen über dieses Array iteriere. Achtung, jetzt ist sozusagen, wenn ich den Slogan fahre, ich vermeide einfach Schleifen, weil die sind langsam, dann erzeuge ich duplizierten Quelltext. Dann habe ich unter Umständen lange Methoden, weil ich da viele dieser Statements habe. Und tatsächlich ist es so, dass wir das vermeiden können. Also es macht gar keinen Sinn, dasselbe zu machen, weil das kann der Compiler super machen. Und das ist sogar was, was der Compiler selbst entscheidet, wann er das macht. Und bei Just-in-Time-Compilation vielleicht sogar zur Laufzeit entscheidet, dass diese Schleife ab jetzt immer abgerollt wird, zu Deutsch sozusagen, und wir dann eine schnellere Ausführung haben. Also nicht prinzipiell Schleifen vermeiden, weil das ist was, was auf jeden Fall gut von Compilern übernommen werden kann, diese Schleifen eben abzurollen in den Fällen, wo es sinnvoll ist. Gut, Methodenaufrufe hatte ich eben schon mal ein bisschen erwähnt. Methodenaufrufe, dass die irgendwie so ein bisschen schwierig sind für uns, zum Beispiel bei Feldzugriffen. Methodenaufrufe sind langsam. Also wenn man ein Statement auf jeden Fall unterschreiben kann, Methodenaufrufe sind langsam, definitiv. Aber das heißt nicht, dass wir Methodenaufrufe vermeiden sollten. Da sind wir quasi wieder bei dem gleichen Punkt wie eben auch, die gleiche Argumentationslinie. Und wir gucken uns jetzt mal an, warum sind Methodenaufrufe eigentlich langsam? Erstmal, wir müssen die Parameter übergeben, wir müssen den Rücksprungadresse übergeben. Ja, wenn die Methode fertig ist, muss die ja wissen, wohin springt sie zurück. Dann haben wir es so, dass jede Methode irgendwie Register benutzen kann in der CPU. Die CPU hat eine gewisse Anzahl von Registern. Manche Register sind vielleicht für bestimmte Sachen reserviert. Allerdings gibt es Register, die sozusagen für die Berechnung genutzt werden. Und diese Register müssen dann zwischengespeichert werden von der letzten Methodenausführung. Dann führen wir den eigentlichen Quelltext aus, der im Methodenrumpf steht, im sogenannten Englischen mit Method Body. Dann haben wir vielleicht einen Rückgabewert. Ja? Wenn es eine Funktion ist, wo wir einen Wert zurückgeben, dann müssen wir eben diesen Wert irgendwo hinpacken, wo den der Aufrufer wiederfindet. Und dann müssen wir die Register wiederhersetzen, und dann springen wir erst zum Aufrufer zurück. Und wir sehen, das sind eine ganze Reihe von Schritten. Wir gucken uns die gleich nochmal grafisch an. Was das allerdings bedeutet, ist, wenn wir jetzt Methodenaufrufe vermeiden, ja, und rufe eine Methode an ganz vielen Stellen auf, dann habe ich duplizierten Quelltext, ich habe lange Methoden, ja, weil ich irgendwie, wenn ich den einen Methodenaufruf da inline sozusagen und da reinpacke, alles, was da drin ausgeführt wird, dann habe ich sozusagen plötzlich riesige Methoden. Im Extremfall würde ich quasi alles in der Main-Methode haben. Dieses Programm kann keiner verstehen. Und wir haben genau das als Smell diskutiert. Wir haben genau das diskutiert, dass man das mit dem Extract Method Refactoring vermeiden kann. Und auch hier ist es wieder so, das macht in den meisten Fällen, in 99,99% keinen Sinn, das selbst zu machen, diesen Methodenaufruf zu vermeiden, sondern das kann der Compiler. Der Compiler hat nämlich eine Strategie, die heißt Method Inlining. Das heißt, an Stellen, wo ein Methodenaufruf sehr oft durchlaufen wird, da wird der Compiler an dieser Stelle die Methode inline, das, was in der Methode passiert, mit direkt in den Kontext der ursprünglichen Methode packen. Und der Compiler sorgt auch dafür, dass trotzdem das gleiche Ergebnis rauskommt. Ja, weil wir da natürlich ein bisschen aufpassen müssen mit lokalen Variablen, mit Registern, die dann vielleicht von mehreren Teilen im Quelltext benutzt werden. Das Ganze nochmal grafisch, das hat natürlich was mit dem Memory Layout zu tun. Und ja, alle kennt vermutlich Stack Overflow, und das kommt daher, der Begriff Stack Overflow, dass wir eben einen Methodenstack haben. Immer wenn ich eine Methode aufrufe, dann wird ein gewisser Speicherbereich auf dem Stack reserviert. Und zwar wächst der Methodenstack quasi von unten, vom Ende, von der höchsten Speicheradresse zur kleinsten. Und Stack Overflow tritt ein, wenn der ganze Speicher bis oben hin gefüllt ist und ich kann quasi keinen Speicher für den nächsten Methodenaufruf mehr allokieren. Und an der Stelle bricht das Programm typischerweise ab, ja, mit einem Stack Overflow. Wie sieht also dieser Bereich, der für jeden Methodenaufruf reserviert wird, aus?
wenn ich Parameter habe, werden die Parameter abgespeichert, ich habe die Rücksprungadresse, ich muss die Register abspeichern, ich habe lokale Variablen, statische Variablen, aber auch dynamische Variablen und dann habe ich irgendwelche Ausdrücke, die ausgewertet werden müssen und das geht nicht immer in einem Schritt, sondern passiert manchmal über mehrere Schritte und die werden dann auch zwischenzeitlich auf den Stack gepackt und irgendwann habe ich vielleicht einen neuen Methodenaufruf in meiner Methode, die ich gerade ausführe und dann kommt einfach das nächste Stack-Frame oben drauf. Irgendwann sind diese ganzen Ausführungen im Idealfall wieder zu Ende und dann komme ich wieder zurück und kann dieses Stackframe auch wieder auflösen und zum vorherigen Stackframe übergeben. Wenn ich bei einer Rekursion zum Beispiel die Terminierungsbedingungen vergessen habe, dann kommt es zu einem Stack Overflow, weil dann läuft die Rekursion unendlich einfach, bis der Speicher voll ist. Das sagt uns, okay, ein Speicher in Methodenaufruf ist wirklich aufwendig, aber das ist was, was der Compiler super optimieren kann und wo man dann vielleicht auch einfach hergeht und sagt, ich schreibe jetzt erstmal alles mit Methodenaufrufen und dann gucke ich mal, an welchen Stellen, bei welchen Methoden verbringe ich wirklich viel Zeit durch diese Methodenaufrufe und dann kann man diese ein, zwei Promille sozusagen der Methodenaufrufe kann man dann eben entfernen. Und tatsächlich durch Inlining ersetzen, wobei das eben auch was manche Programmiersprachen unterstützen, ist auch, dass man zum Beispiel bei C, C++ kann man eben angeben, ob eine Methode geinlined werden soll vom Compiler oder nicht. Gut, Method Inlining in der Praxis ist tatsächlich ein bisschen komplexer als das, was ich eben so erzählt hatte. Warum? Naja, wir haben zwei Sachen, die uns irgendwie reingrätschen. Das eine ist Vererbung und das andere ist das Überladen von Methoden. Mit Vererbung kriegen wir das Überschreiben von Methoden. Wir können also in einer erbenden Klasse, eine Klasse, die eine Subklasse ist von einer Oberklasse, können wir also sagen, gewisse Methoden überschreiben wir einfach und die kriegt quasi einen anderen Wert. Und in dem Beispiel hier, das ist einfach ausgedacht, um sozusagen Minimalbeispiel für das Beispiel zu haben, wo ich sage, ich habe zwei Klassen, die heißen A und B und die Klasse A hat die Methode M und zwar zweimal. Das ist das Overloading, ja, nämlich einmal für Objekte vom Typ Object und einmal für Objekte vom Typ String als Parameter. Und dann haben wir noch mal eine Subklasse davon, M, und die beschreibt diesen beiden Methoden. Und hier der Einfachheit halber eben nur eine solche Methode und einfach nur Rückgabewerte Integer 1, 2, 3, 4. Und die Frage ist jetzt, ja, was wird eigentlich zurückgegeben? Welche Zahl gibt dieses Programm zurück? Weil ich meine, da oben steht ja, ich habe für die Variable x ein, ja, die ist vom Typ A, b wird dazugewiesen, dann habe ich das Objekt y, da wird ein String zugewiesen, das sind also jeweils Subklassen, das heißt, ich habe in dieser Variable x und y jeweils ein Objekt liegen, was einer Subklasse entspricht. Und jetzt ist die Frage, wenn ich x auf dem Objekt x die Methode m aufrufe mit dem Parameter y, welche Zahl kommt hier nachher raus, welche Methode wird aufgerufen. Das ist der Moment, da könnt ihr gerne Pause machen, kurz mal drüber nachdenken. Ihr könnt auch gerne ein bisschen mit rumspielen mit dem Beispiel, das vielleicht mal selber ausprobieren und damit ein bisschen rumspielen. Ich werde es jetzt hier abkürzen und das einfach schon auflösen. Und zwar ist es so, dass Java zwei verschiedene Strategien hat, wie es mit den Methodenaufrufen umgeht. Und zwar ist das bekannt unter dem Begriff Dispatch. Dispatch bedeutet, ich habe einen Methodenaufruf. Wie finde ich die Methode, die jetzt aufgerufen werden muss? Und das ist als Method Dispatch bekannt. Und davon gibt es statischen und dynamischen Method Dispatch in Java, nämlich für unterschiedliche Situationen. Für Overloading, das heißt innerhalb einer Klasse, wo es einfach verschiedene überladene Methoden gibt, die sich quasi bloß in diesen Parametertypen unterscheiden. An der Stelle wird das statisch zur Compilezeit entschieden. Beim Überschreiben von Methoden wird es allerdings dynamisch zur Laufzeit entschieden. In jedem Falle, objektorientierte Programmiersprachen werden immer Dynamic Dispatch machen für das Überschreiben. Warum? Naja, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eine große Applikation, an ganz vielen Stellen werden einfach Methoden aufgerufen und ihr wollt jetzt mit einer Subklasse eben diese Methoden, dass an diesen Stellen was anderes passiert, dann braucht ihr Dynamic Dispatch. Anders funktioniert Vererbung nicht, anders funktioniert eben ja, dieses Prinzip Überschreiben gar nicht. Dann würde eure Methode nie aufgerufen werden. Allerdings haben wir sozusagen beim Programmiersprachdesign
Und da wurde eben bei Java die folgende Entscheidung getroffen, dass eben fürs Overloading das Ganze statisch entschieden wird. Und ihr könnt da auch gerne mal recherchieren und reinschreiben im Moodle, was ihr da wisst vielleicht auch oder was ihr recherchiert habt, wie das bei anderen Programmiersprachen oder bei eurer Lieblingsprogrammiersprache aussieht. Das heißt, dass einfach Folgendes rauskommt, also theoretisch könnte der Compiler dieses Programm dahingehend optimieren und sagen, naja, also warum dieses ganze Brimborium mit der Subklasse und diesen ganzen Methoden, geben wir doch einfach 3 aus. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Compiler und auch der Java-Compiler gar nicht so viel optimieren können an der Stelle und gar nicht so viel sozusagen statisch schon entscheiden können. Weil wir eben diese Subklassen haben, es können neue Subklassen später dazukommen und dann können da eben plötzlich auch ganz andere Werte rauskommen. Wenn wir allerdings alle Subklassen kennen, könnten wir das eben theoretisch so vereinfachen. Der Code ist jetzt hier eher, um euch zu zeigen, um das aufzulösen, was kommt quasi für eine Zahl raus. Gut, das dazu. Und wir kommen jetzt zum Thema Objekte. Objekte sind langsam, also nehme ich keine Objekte. Und das führt natürlich das ganze Konzept objektorientierte Programmierung zugrunde, wenn man jetzt sagt, ich nehme keine Objekte mehr. Natürlich kann es im Einzelfall mal die Entscheidung sein, dass man sich gegen Objekte entscheidet. Da gebe ich gleich auch ein Beispiel dazu. Aber im Grunde genommen wollen wir schon mit Objekten arbeiten. Ja? Wir müssen ganz genau entscheiden, in den meisten Fällen wollen wir auch einfach mit Objekten arbeiten. Warum sind jetzt Objekte langsam? Naja, also erstmal, Objekte kann ich typischerweise nicht auf den Message-Stack packen. Warum? Beispiel wäre eine Getter-Methode. Ja? Ihr ruft einen Getter auf, der soll euch ein Objekt geben, dann wollt ihr das Objekt danach noch benutzen. Das heißt, das muss noch irgendwo liegen. Der Message-Stack ist aber vorbei. Den gibt es quasi nicht mehr, diesen Bereich auf dem Methoden-Stack. Das heißt, die müssen wir irgendwo anders hinlegen. Das heißt, die liegen typischerweise auf dem Heap und der ist, wie das Wort Heap schon sagt, das ist irgendwo verteilt, die liegen irgendwo auf diesem Haufen von Speicher. Und was wir da eben brauchen, ist ein Zeiger, wo liegt das? Das heißt, wir brauchen eine Variable, die uns speichert, an der Stelle liegt es. Und wann immer wir den eigentlichen Wert brauchen oder das eigentliche Objekt brauchen oder irgendwelche Felder oder Methoden davon zugreifen müssen, müssen wir das dereferenzieren, den Pointer. Das heißt, wir gucken an diese Stelle im Speicher und dann machen wir was mit diesen Informationen im Speicher. Was müssen wir noch machen für diese Objekte? An verschiedenen Stellen müssen wir wissen, was ist das eigentlich für eine Klasse? Ja, zu welcher Klasse gehört dieses Objekt? Ihr könnt in Java Instance of aufrufen. Irgendwie muss das ausgewertet werden. Ja? Wir können nicht nur einfach irgendwelche Daten dahin packen, sondern wir müssen auch wissen, zu welcher Klasse gehört das. Dann gibt es noch Methodentabellen. Ich habe eben vom Dynamic Dispatch geredet. Wir müssen also an irgendeiner Stelle diesem Objekt sagen, wenn ich darauf eine Methode aufrufe, welche Methode rufe ich denn jetzt eigentlich auf? Wo liegt die im Speicher? Und dafür gibt es diese virtuellen Methodentabellen, was wir eben brauchen für eben das Überschreiben von Methoden. Und dann brauchen wir nicht nur diese Felder, das heißt, das ist ja das, was man sich eigentlich vorstellt, was ein Objekt speichert, ja, also eine Felder, sondern auch die vererbten Felder von der Superklasse. Gut, also Objekte generell zu vermeiden, ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Tatsächlich sollte man darüber nachdenken, wenn folgende 2 Bedingungen eintreffen. Wenn eine dieser Bedingungen eintrifft, wenn viel des Speichers von diesen Objekten belegt wird, dann sollte man darüber nachdenken, okay, dann macht das die Applikation tatsächlich wirklich langsam und hat einen Einfluss auf die Performance. Oder aber, wenn diese Objekte nur sehr kurzlebig sind, ja, weil sehr kurzlebig bedeutet, Objekt wird angelegt, danach nicht mehr gebraucht, dann hat es aber trotzdem irgendwie erstmal Speicher belegt und wir kommen gleich zum Thema Garbage Collection. Es muss auch irgendwie wieder eingesammelt werden und der Speicher muss wieder freigegeben werden. Dazu ein Beispiel, was ich selber sozusagen erlebt habe. Ich habe 2007 was programmiert, wo ich dachte, ich bin der Gott und ich kann gut programmieren und dann habe ich später festgestellt, das war aber vielleicht doch nicht so schlau. Tatsächlich aber die Strategie, die ich euch auch vorschlage, einfach erstmal implementieren und dann gucken, was sind die Stellen, die sind langsam und dann darauf reagieren. Bei uns haben wir festgestellt, der Speicher ist uns explodiert, wir haben das immer höher gesetzt, das war ein Java-Programm, das heißt, wir haben auch haben dann eine Linked List benutzt, das ist eine doppelt verkettete Liste, das heißt, wir haben so kleine Objektknoten und die zeigen nach vorne und nach hinten und speichern auch noch den eigentlichen Wert.
Und das sind diese Listenobjekte. Und die haben uns den ganzen Speicher gefüllt und die wurden ständig erzeugt und wieder entfernt. Die Lösung dafür war relativ einfach. Wir haben nämlich die Linked List einfach ersetzt durch Arrays. Wir hätten auch eine Array List nehmen können. Und wir haben dadurch große Verbesserungen in Bezug auf die Laufzeit bekommen. Ja, es mussten einfach weniger Objekte erzeugt werden. Und dadurch haben wir sozusagen Verbesserungen bekommen, obwohl ganz viele Operationen so ablaufen, dass ein komplettes Array jetzt kopiert werden muss. Ja? Es wird nicht mehr an irgendeiner Stelle was eingefügt, es wird vielleicht an irgendeiner Stelle was entfernt, dann muss jedes Mal ein komplettes Array kopiert werden. Aber das war tatsächlich schneller, als immer wieder ganz viele Listenobjekte anzulegen, die an verschiedenen Stellen im Speicher sind, wo man ständig woanders hinspringen muss. Und spätestens wenn die ganzen Seiten sozusagen nicht mehr in den RAM passen und ausgelagert werden müssen, dann ist es zumindest in dem zu der damaligen Zeit mit einer HDD ziemlich schnell vorbei mit der Performance. Das ist aber jetzt eine persönliche Erfahrung sozusagen von mir. Ihr könnt auf den Link klicken, da seht ihr den Code, wie es jetzt funktioniert, neu. Das ist aber ein typisches Beispiel, was auch von anderen reported wird. Und ein genereller Hinweis kann hier jetzt sein, lieber erstmal mit einer ArrayList probieren und auf eine LinkedList nur wechseln, wenn man weiß, was man tut oder wenn man sozusagen weiß, dass man an dieser Stelle wirklich besser mit der LinkedList dran ist. In den meisten Fällen ist die ArrayList performanter, weil nicht so viele Einzelobjekte erzeugt werden. Gut, allerdings, ja, trotzdem nochmal, ist es kein generelles Statement gegen, wir benutzen nie Objekte, sondern in ganz bestimmten Stellen, wenn Performance ein Problem ist, dann können wir uns von Objekten verabschieden und den Code umstrukturieren. Gut, was mit Objekten unweigerlich zusammenhängt, ist Garbage Collection. Der ganze Müll muss eingesammelt werden. Objekte haben eine gewisse Laufzeit, die gibt es irgendwann, eine Lebensspanne. Irgendwann endet diese Lebensspanne, da müssen die eingesammelt werden. Und eingesammelt heißt nicht, ich muss die dann alle irgendwo hinpacken, sondern ich muss einfach den Speicher wieder freigeben. Was macht jetzt also Garbage Collection? Garbage Collection versucht, diese Objekte zu finden, die, und das ist ein bisschen vereinfacht gesagt und geschrieben hier, das ist der Prozess ein bisschen komplexer, aber wir wollen Objekte finden, die nicht mehr gebraucht werden. Ja? Einfach gesprochen, die nicht mehr referenziert werden. Wir wollen den Speicher wieder freigeben, den wieder für andere Objekte zur Verfügung stellen und da gibt es verschiedene Algorithmen für und teilweise wird in der Praxis auch eine Kombination von denen eingesetzt. Reference Counting, wir merken uns einfach für jedes Objekt, wie viele andere Objekte darauf zeigen. Und wenn wir bei 0 sind, dann können wir den Speicher freigeben. Wir haben einen Mark and Sweep. Da geht man sozusagen einmal drüber über den ganzen Speicher und markiert alles, was noch benutzt wird. Und dann geht man nochmal drüber und entfernt die anderen, die eben nicht mehr benutzt werden, auf die keiner mehr zugreifen kann. Und dann gibt es Copying Collection, wo man sagt, man hat immer bestimmte Bereiche, in denen man gerade sauber macht vom Speicher. Und in dem Bereich hat man zwei Kopien. Nämlich man nimmt eine Kopie, auf der man noch nicht sauber gemacht hat und man hat eine Kopie, auf der hat man schon sauber gemacht. Und wenn man Zeit hat, ja, also wenn die CPU gerade darauf wartet, dass irgendwo was aus dem Speicher geladen wird, dann könnte man diese Speicherbereiche, die man dann immer im Speicher, im RAM vorbehält oder eben auch im CPU-Cache, könnte man an den Stellen dann weiter aufräumen. Und das heißt deswegen Copying Collection, weil man eben die Daten von unaufgeräumten Teil in den aufgeräumten verschiebt und dabei gleich noch defragmentiert. Ja, ich weiß nicht, das kennt ihr vermutlich alle nicht mehr. Bei Windows 98 und Co. war es tatsächlich noch so, dass man öfter mal den Rechner defragmentieren musste, damit man den überhaupt noch benutzen kann, damit er noch sinnvoll funktioniert. Gut, das ist natürlich alles, alles deutlich anders inzwischen heute, auch mit SSDs. Gut, was wir dabei beachten müssen, ist, sobald wir irgendein System haben, das Garbage Collection hat, gibt es zufällig an verschiedenen Zeitpunkten immer mal wieder so eine kleine Pause. So, und die kleine Pause, das können wenige Millisekunden oder Nanosekunden oder ähnliches sein. Das kann allerdings auch länger dauern und das kommt ganz auf die Implementierung der Garbage Collection an. Und tatsächlich kann der Garbage oder die Garbage Collection auch sehr vielfältig konfiguriert werden, zum Beispiel im Falle von Java. Und es gibt Firmen, die machen nichts anderes, als andere zu beraten, wie die Garbage Collection eingestellt werden sollte, damit das Programm schneller läuft. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, Garbage Collection zu nutzen. Und das ist auch unter einem anderen Begriff bekannt, nämlich automatisches Speichermanagement. Was heißt automatisch? Naja, automatisch heißt, ich muss nicht manuell fragen, gib mir doch bitte Speicher und den allokieren und den dann wieder freigeben und man darf da nichts vergessen.
Das heißt, es wird das Programmieren selber vereinfacht, aber das Programm wird vereinfacht. Es fallen einfach diese Stellen weg, wo man irgendwas freigibt, wo man irgendwas überhaupt erstmal allokiert. Man hat, und da gibt es einige Studien dazu, tatsächlich weniger Speicherlöcher. Es kann immer noch Speicherlöcher geben, dass man sozusagen einfach Sachen irgendwo noch referenziert, die man eigentlich gar nicht mehr braucht und deswegen da immer weiter den Speicher füllt. Es gibt auch Speicherlöcher in Java, aber es gibt deutlich weniger Speicherlöcher, und deswegen ist es sozusagen empfohlen. Und es gibt immer mehr Sprachen, die darauf hinwechseln und fast jede moderne Programmiersprache benutzt eigentlich automatisches Speichermanagement. Und es gibt eine Reihe Sachen, die damit zusammenhängen. Wir haben verbesserte Sicherheit in Bezug auf Safety und Security, aber auch die Verlässlichkeit der Software sozusagen steigt, weil man eben weniger Fehler machen kann, weil eben sozusagen sich einfach ein Management, weil das eben automatisiert ist und dann eben bestimmte Fehlerquellen dadurch ausgeschlossen werden können. Tatsächlich, das Thema Garbage Collection erinnert mich immer so ein bisschen an irgendwie, ne, Garbage, Müll einsammeln. Und wo ist es wichtiger, als Müll einzusammeln, als im Kühlschrank? Ja, Kühlschrank, da, das ist das Ding, da gehen wir irgendwie mehrmals am Tag ran, vielleicht auch in der Nacht und holen uns da irgendwie Sachen raus und wollen was essen. Und wenn wir was essen, wollen wir natürlich auch nicht, dass uns der Appetit verdorben wird. Das heißt, es soll auch alles schmecken, was da im Kühlschrank ist. So, das mit dem Kühlschrank ist weniger ein Problem, wenn man einfach alleine wohnt. Das ist viel mehr ein Problem, wenn man einfach in der WG wohnt. Ich weiß nicht, wer von euch da schon Erfahrung gesammelt hat. Oder aber, wenn man auf Arbeit einen Kühlschrank hat und je größer das Institut ist, desto größer ist das Chaos mit dem Kühlschrank. So, was passiert jetzt mit diesem Kühlschrank? Jeder packt da halt Sachen rein. Ne? Können wir uns die Objekte vorstellen? Da werden Objekte reingepackt und Objekte rausgeholt. Das funktioniert alles ganz gut, bis man irgendwann an den Punkt ankommt, wo man seinen WG-Mitbewohner fragt, sag mal, wann willst du eigentlich deinen Auflauf mal essen oder mal gucken, ob der überhaupt noch gut ist? Wieso mein Auflauf? Ich dachte, das wäre dein Auflauf. Ja, also das quasi, dass man einfach Sachen vergisst und die Analogie ist wirklich genau das gleiche im Speichermanagement. Man vergisst irgendwo bestimmten Speicher wieder freizugeben und dadurch gibt es sozusagen dann Probleme und dann stinkt es plötzlich. Gut, nichtsdestotrotz gibt es für Kühlschränke, könnt ihr euch selber überlegen, was da die beste Strategie für euch ist. Ich habe da ab und zu mal den Garbage Collector übernommen in früheren Instituten. Insofern kenne ich da ein paar Strategien, können wir uns gerne darüber unterhalten. In der Softwareentwicklung gibt es tatsächlich eine Reihe von Strategien, die eingesetzt werden in der Praxis. Natürlich kann man sagen, ich wechsle zu einer Sprache mit manuellem Speichermanagement mit all den Nachteilen, die ich eben schon besprochen habe. Was man auch machen kann, ist Garbage Collection ausschalten. Das heißt, wenn ich ein Programm habe, was nur eine sehr, sehr kurze Laufzeit hat oder wo relativ wenig neue Objekte oder Objekte sozusagen erstellt und wieder gelöscht werden, dann kann man sozusagen vielleicht auch ohne Garbage Collection auskommen. Und vor kurzem habe ich in einem Podcast was relativ interessante Strategie gehört, dass man bei Webservice tatsächlich sowas einsetzt. Ne? Webservices, wir skalieren die irgendwie, wir haben den gleichen Webservice 100 Mal laufen und ab und zu mal schalten wir einen einen Webservice in Idle Mode, der ist dann für die Außenwelt nicht verfügbar und dann macht er seine Garbage Collection. Und wenn er fertig ist, dann meldet er sich wieder, ah, hier, ich bin fertig mit Garbage Collection. Und das hat den Vorteil, dass uns die Garbage Collection bei einer Anfrage an den Webservice nicht reingrätscht, sondern dass es eben nur in diesen separaten Intervallen passiert und ich finde, das ist eine ganz schlaue Strategie, um zu sagen, in bestimmten Zeitpunkten, wenn es auf Performance ankommt, habe ich keine Garbage Collection und Garbage Collection passiert im Nachhinein. Gut, und die letzten zwei Statements, nur ganz kurz. Man könnte auf die Idee kommen, ja, also wie schnell das Programm ist, hängt davon ab, wie viele Instruktionen ich habe. Und das ist tatsächlich nicht der Fall und dieses Missverständnis gibt es sowohl auf der Seite von Software als auch auf der Seite von Hardware, dass sozusagen jede Instruktion irgendwie die gleiche Zeit braucht, ist weder richtig für Programmiersprachen noch für, dass sozusagen jeder
Computer, der eine gewisse Taktrate hat, irgendwie die gleiche Anzahl von Instruktionen schafft, weil natürlich jeder Instruktionssatz anders aussieht, weil bestimmte Sachen, zum Beispiel der Array-Zugriff, auf jeder Hardware sozusagen, auf jeder Maschine anders umgesetzt wird. Und deswegen kann man von dieser reinen Taktfrequenz eben nicht darauf schließen, wie schnell irgendwas durchläuft. Und es hat eben viele Aspekte und es gibt tatsächlich viel, was man damit einbeziehen muss. Und ein Aspekt ist tatsächlich der von diesen Hochsprachen. Eine Instruktion wird in viele Einzelinstruktionen auf Maschinenebene übersetzt und der Aspekt von Just-in-Time-Compilation und ähnliche Sachen. Das heißt, das ist zu stark vereinfacht. Und hier sozusagen von mir der Hinweis, und wir kommen da auch gleich nochmal, ich bin nicht der Einzige, der diesen Hinweis gibt und der kommt nicht nur von mir. Erstmal alle Sprachkonstrukte einfach benutzen und guckt einfach erstmal, was kann denn der Compiler? Ne? Also kann der Compiler einfach den Code so gut optimieren, dass der schneller läuft? Wenn ihr dann feststellt, dass euer Code zu langsam ist, dann guckt mal rein, was ist eigentlich hier der Flaschenhals? An welcher Stelle muss ich jetzt was optimieren? Und dann würde man an dieser Stelle versuchen, was umzuschreiben. Umschreiben heißt nicht immer, dass die Codequalität schlechter werden muss, aber in manchen Fällen ist es vielleicht denkbar, dass man wirklich auf einen Methodenaufruf verzichtet oder ähnliches, aber wirklich sehr punktuiert, weil wir wollen die Codequalität nicht beeinflussen. Und dazu nochmal die Wiederholung, was Wes Dyer dazu gesagt hat: Make it correct, make it clear, make it concise, make it fast, in that order. Wo wir schon mal drüber gesprochen haben und dann noch das zweite Statement von Joshua Bloom, Bloch. The cleaner and nicer the program, the faster it's going to run. And if it doesn't, it will be easy to make it fast. Und mit diesen zwei Statements möchte ich diesen Abschnitt abschließen. Ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben in Compiler-Optimierung. Wir haben die eher aus Sicht des Entwicklers uns angeguckt. Ja, versteht jetzt noch nicht, wie die tatsächlich umgesetzt ist und implementiert ist, sondern was kann der Compiler für uns? Und in Bezug auf das, viel damit hat mit Performance zu tun und wie sozusagen Performance das beeinflusst. Wir haben über Feldzugriffe, über Schleifen, Methodenaufrufe, Objekte und Garbage Collection gesprochen und warum die tatsächlich langsam sind. Ja, das kann man so stehen lassen. Das heißt aber nicht, bloß weil es langsam ist oder langsam mehr vielleicht als andere Implementierungskonstrukte, dass wir deswegen ganz vermeiden sollen. Und das ist nämlich auch die Verbindung zwischen Compiler-Optimierung, den Smells und den Refactorings, dass wir häufig einfach auf Compiler-Optimierung bauen können, um Smells zu vermeiden und Refactorings anwenden, um tatsächlich Smells zu vermeiden und lieber den Compiler-Optimierung machen lassen. Dazu für euch ein bisschen Diskussion, wo die Überlegung ist, dass ihr mal überlegt, was ist eigentlich besser, große oder kleine Klassen. Was ist besser, lange oder kurze Methoden? Was ist performanter, ein- oder mehrdimensionale Arrays? Oder ist es besser, saubere oder schnelle Programme zu schreiben? Und tatsächlich ist das eine Abwägung und es braucht Argumente. Nehmt euch eine dieser Fragen, überlegt euch vielleicht auch eine ähnliche Frage dazu. Schreibt das in Moodle, schreibt eure Meinung dazu und dann gern auch die Meinung der anderen dazu diskutieren. Ich glaube, das Thema gibt relativ viel her aus Sicht des Programmierers, sich da noch mal ein bisschen mit zu beschäftigen und ist insofern ganz interessant, da noch mal was zu diskutieren. Es gibt da kein richtig oder falsch, aber es gibt sozusagen immer Abwägungen und natürlich ist es jeweils irgendwo, dass man sich dann in der Mitte trifft. Aber was ist denn schlecht an langen Methoden? Was ist denn schlecht an ganz kurzen Methoden? Und dass ihr das sozusagen diesen Trade-off jeweils kurz diskutiert. Dann viel Spaß dabei.